Amen. Das letzte Mal haben wir Sie im Traumschiff gesehen, heute hier bei Cornelia Walter. Wie kommt das? Sind Sie Fan der Kunst? Also Isabella Hübner, die hier als Bella Wiedel ausstellt mit ihren tollen Skulpturen hier im Wandpainting, bin ich sehr befreundet. Wir haben uns kennengelernt im Marienhof damals, wo wir zusammen jahrelang gespielt haben, und die Freundschaft ist geblieben und deswegen bin ich natürlich Sie hier. Sind als nächstes? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich bin offen für alles, warte auf spannende neue Aufträge, habe gerade mit meinem Vater eine Theatertournee beendet. Das Verhör war hier auch in München. Und ja, mal gucken. Ich war ja mit Isabella auch im Sturm der Liebe eine Zeit lang zu sehen. Das war, bevor sie in Sturm der Liebe einstieg. Und jetzt ist sie im Sturm der Liebe. Also es bleibt spannend, wo man mich als nächstes sieht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht sogar mit Angelika Zwerenz. Angelika, was sagen Sie dazu? Wir arbeiten dran, selbstverständlich, immer offen für alles. Wir arbeiten schon lange zusammen. Ja, wir arbeiten schon lange zusammen. Was machen Sie denn zusammen? Ich designe ja ausgefallene Dirndl, und da Julia in meinen Augen eine ausgefallene Schönheit ist und genau diesem Typ entspricht, den ich eben gerne hätte, klassisch und doch modern, jetzt kriege ich gerade, ja, ist sie eines meiner allerliebsten Models. Gott, das hat sie jetzt aber sehr schön gesagt. Das Kompliment kann ich zurückgeben, was die Schönheit betrifft, aber auch was das Menschliche betrifft. Zwischen uns passt die Chemie schon immer, und von daher ist fast daraus, kann man sagen, auch eine Freundschaft geworden. Ja, genau. Eine langjährige Freundschaft schon. Toll, toll, toll. Ja. Danke. Was die Schönheit anbelangt, schließen wir uns natürlich auf jeden Fall an. Wäre ja jetzt auch blöd, wenn sie jetzt was anderes sagen würde. Aber das ist schön. Das